Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Anno 1800. Mein Name ist Maroxmile und ich begrüße euch ganz herzlich hier zu meinem Gameplay. Und wie im letzten Video schon bereits angekündigt, werden wir diesmal den Edward die Segel geben. Die Menschen lassen sie hochleben. Oh ja, danke schön. Es gibt eine Feier. Städtische Karneval, Stadtfest, Dauer der Feier 43 Minuten. Betrifft die gesamte Insel. Die Aktivität des Festes 250 hat Auswirkungen auf alle Wohnhäuser. Zufriedenheit plus 50, Zusatzeinkommen plus 5. Einwohner sorgen für Zusatzeinnahmen aus Bier, Schnaps, Rum und Sekt. Hat Auswirkungen auf alle Besucherhäfen. Mehr Besucher 100%. Erhöht die Chance, dass Spezialisten ihre Insel besuchen. Was gibt es Schöneres als ein kleines bisschen geregeltes Chaos einmal im Jahr? Maskiert und kostümiert können ihre Einwohner all ihren Sorgen vergessen und ausgelassen feiern. Okay. Ach so, eine Sache habe ich vergessen zu erwähnen. Und zwar ist das so, dass ich hier diese Allee Stück für Stück verbreitere. Leider habe ich nicht daran gedacht, da ist das Fest. Lass uns mal da gucken. Toll ist das. Wie kann man nochmal hier Screenshots machen? Warte mal, da muss ich nochmal Titelbildschirm, nee, Optionen. Entschuldigung, liebe Leute, aber ich muss das echt mal sehen. Speichern, Bildschirmfoto, da, Druck, ach so. Spieltempo erhöhen, Kamera, Schiff, Bewegungsmittel, Abriss, Modus ein, aus. Infoanzeigen ausgewählte Straßen bauen, Wohngebäude, Lage öffnen, alle auskommen. Anhalt, nächstes Schiff auswählen, zur Auswahl springen, Auto. Oh, das ist so viele Kombinationstasten. Wie viel K habe ich mir jetzt schnell merken können, Lager. Ne? Da sehen wir immer alle unsere Waren. Okay, mit Druck. Ne, bisschen zurück. Bild erstellt. Okay, sehr gut. Wir haben wieder ein Video. Ein schönes Thumbline. Thumbline. Okay, jetzt bleiben wir mal ein bisschen ernst hier. Ja, dann hat er das gemacht. Gut. Okay. So, wir gehen jetzt mal hier rüber. Wo bleibt mein Segeltuch? Bitte schön, da ist es. Nichts, was du tust, wird die dunklen Wolken vertreiben. Ah, sehr gut. Wir haben ihm jetzt wenigstens das gegeben. Auf was er beharrt hat. Du hast seit dem Sturm nicht zufällig mein Sträflingsschiff gesichtet? Falls doch, bring mir alles, was du bergen kannst. Okay, stopp. Du musst leider nochmal alles zurückgeben. Wir müssen dich leider entführen. Und zwar hierhin. So. Ja, so ist es leider. Ich kann es nicht ändern, aber... ja. Der Edward will das so. Ja, so. Wir haben fast alles gebaut jetzt, ne? Kanonenfabrik natürlich nicht. Industrieornamente. Bierbrauerei haben wir auch noch nicht gebaut. Fürs Bier brauchen wir natürlich Holz und einen Hopfen, ne, Hopfenplantage und Melzer. Ich habe ja schon, ach so, das habe ich vergessen zu erwähnen. Ich habe mir so einen kleinen Plan erstellt für eine Stadt. Wir brauchen aber Baumaterialien, um, ich glaube zum Beispiel da können wir schon mal ran. Da können wir schon mal ran und da können wir schon mal ran. Ne?
Und dann können wir... können schon mal ein bisschen Leute hier... Da brauchen wir noch 10 Planken, siehst du? Ja. Ja, das Problem ist, genau, wir müssen mit dem Schiff hier rüberkommen. Wir stecken hier viel Herzblut rein. Oder wir kaufen das ein, haben wir ja gesagt, ne? Ja, können auch mal 20 Planken kaufen. Vielleicht verkauft, ach, da haben wir doch 20 Planken. Wunderbar. Nee, oder? Genau jetzt. Kauft er einfach 50 Planken und gut ist. Gut, wir kaufen 50 Planken. Und... die Waren stapeln sich hier. Ja. Wenn wir 50 haben, kommen wir nochmal zurück zu dieser Insel. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal ein kleines Dings hier, ein kleines Reich geschaffen. Hier wird das dann, hier wird die ganze Bierproduktion stattfinden. Und wir werden sie dann von hier auf unsere Hauptinsel dann immer rüber verschiffen lassen. So, jetzt gehen wir erstmal hier rüber. Gucken mal, was das gibt. Da ist nochmal was hier, das kannst du auch nochmal mitnehmen. Gerettet! Und nun bewahren Sie uns auch vor einer schweren Ungerechtigkeit? Die wäre... die Anschuldigungen, die Edward gegen uns vorbringt, sind frei erfunden. Der Mann ist ein Betrüger. Hm. Also der will den an den Kragen. Er trägt Edwards Siegel. Wage es nicht, Samuels Mitverschwörern Unterschlupf zu gewähren. Überstelle sie unverzüglich Eli Bleakworth. Und ich verspreche im Gegenzug darüber nachzudenken, dir deine Restschuld zu erlassen. Können wir das aufnehmen? Wir wollen lieber die Leute retten. Brief. Er birgt ein Geheimnis, jede Wette. Wir öffnen den Brief. So sehr wir Onkel Edward auch verabscheuen, es wäre unehrenhaft, seine persönliche Korrespondenz zu öffnen. Wir haben es jetzt getan. Sehr verehrte... du bist keiner, der sich die Hände schmutzig macht. Leider. Sehr verehrter Direktor Blackwood. Mehr zu dem Mitverschwören des Verräters Samuel. Verbrechen und Strafen wie folgt. Ernest Sterling. Gebrauch unflätiger Sprache. 16 Jahre Zwangsarbeit. Veritas Herzgut. Identitätserschleichung. Verbannung zu den Antipoden. Elias Nobel. Verfassen von Drohbriefen. Lebenslange Haft. Honora Honet, Rufmord, lebenslange Haft. Der Richter schloss sich meiner Ansicht an, jedweder Mangel an Beweisen für die gemeinsame Verschwörung mit einem Verräter sei an sich bereits ein Beweis, dass sie etwas zu verstecken hätten. Alles in allem hätte sein Urteil sehr viel schlechter ausfallen können, wenngleich ich nicht verpflichtet bin, dieses Details zu erläutern. War ich in der Ansicht, dass die Fakten in diesem Fall für Sie als einen Kollegen, der recht entsprechend zu Zunft und Interesse sein könnte. Hochachtungsvoll, Edward. Okay. Sieh nur, das sind genau die Menschen, denen Vater am meisten vertraute. Anwälte, Ärzte, Akademiker. Ja. Ich hätte nie gedacht, dass er so korrupt sein könnte. Ja, da siehst du das. Wir müssen diesen Fall vor die höchste Gerichtsbarkeit bringen. Er weiß jedenfalls, wie man Kritiker zum Schweigen bringt. Aha, zu Usher Archibald. Na, dann machen wir das mal. Schade, dass wir kein Schiff kaufen können von Sir Archibald. Ich kann nur bitten, der Rest obliegt dir. Okay, wir geben die erstmal lieber hier ab, finde ich. Ist wahrscheinlich am einfachsten. Man
Was haben Sie da im Schlepptau? Hat er tatsächlich? Herrje, ich werde mit Edward ein ernstes Wort reden müssen. Bitte machen Lassen Sie das. Lassen Sie diese Menschen in meiner Obhut und nehmen Sie dieses Schiffspatent. Sie haben es sich redlich verdient. Oh, danke schön. Wir haben jetzt ein Schiffspatent bekommen. Das ging dich nichts an. Und welches Recht hat die Krone, sich in meine Belange einzumischen? Welches Recht? Du siehst welches Recht. Wir alle sind Ihnen überaus dankbar für das, was Sie getan haben. Immer wieder gerne. Ihr Vater wäre mehr als stolz. Gut. Ich bin so erleichtert, dass unsere Rechtmäßigkeit nicht länger in Frage steht. Dann haben wir alles geklärt eigentlich, ne? So, dann könnten wir ja... Wenn ich die Augen schließe, rieche ich schon den Teer und sehe von Vaters Zimmer aus die Masten schwanken. Sehr gut, okay. Es mangelt an Arbeitskraft. Wo denn? Ja, ich seh's. Das ist aber nicht das Hauptproblem, sondern... Das Hauptproblem ist einfach... Wir müssen einfach irgendwie jetzt anfangen. Wir machen hier den Markt auf und gut ist. Jetzt haben wir erstmal Markt und können hier ein paar Leute erstmal. So. Ein paar Bauern, die hier ein bisschen hier Wache schieben auf dieser Insel. Ne? Gut. Die nächste Aufgabe. Schiffspatent. Wolkenkratzer bauen. Nee, warte mal. Schiffspatent. Ich wollte mal gucken, wie unsere Beziehungen mit den... Ja. Sind nicht gerade die besten. Wir müssen auch Aufträge für sie erledigen immer. Wir bräuchten jetzt nochmal 2 Schiffe. Das wäre natürlich ideal. Segel. Gut, wir könnten... Ach, als wäre ich jeden... Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. So, Zeitalter der Handwerkkunst. Wir müssen jetzt... Jetzt sind wir in den Handwerkern. Mittlerer Hafen. Alles, was ich je wollte, war ein... Prima. Bauen Sie ein Segelschiffswerft. Segelschiffswerft. Segelschiffswerft, da. Sie sind beständig. Das ist der Schlüssel. Das hoffe ich. Wenn das der Schlüssel ist, dann haben wir gewonnen. Würde ich fast sagen. So. Du wirst dir schon außerhalb bald der Stadt einen Namen machen. Die erste Schiffswerft unserer Stadt. Dieser denkwürdige Moment muss einfach eingefangen werden. Natürlich, mach mal ein Foto. So. Von unserer Stadt hier. Ja. Sehr gut. Und dann können wir das abschicken. Eine Phönix aus der Asche. Fotografie. Kurz Erben gründen eine Reederei nach dem Vorbild des Vaters, von dem es hieß, es sei die ein Werft Mann ist mit bereit, Prinzipien gewesen. Schließlich gibt es kein Stein. Alles wartet auf halt dein den Beweis dafür, dass er irgendetwas falsch gemacht hat. Ja, okay. Machen wir. Pass mal auf. Wir. Kapitel 2. Ein Zeichen des Feuers. Kapitel 2. Sie bauen also Schiffe wie Ihr Vater. Ja. Nun, die Königin benötigt Schiffe. Viele Schiffe. Ihre Majestät zu unterstützen, wird dabei helfen, die Vergangenheit zu überwinden. Ein Auftrag für die königliche Flotte. Und in solchem Umfang. Eine seltene Ehre. Okay, das machen wir auch, aber... Die nötigen zuvor. Waffen stellen ein Problem dar. Ich bin mir nicht mal sicher, ob wir ein Eisenlager haben. Wir haben etwas Eisen da, aber wir brauchen erstmal
ein paar Fregatten. Okay. Alles klar. So. So wie ich das jetzt sehe, ist das so, dass wir, wenn die ersten Schiffe rauskommen, nehmen wir mal unseren Restpostentransporter vielleicht. Ne, den lassen wir hier. Der verkauft noch keine Schiffe, ne? Nein. Gut. Wir nehmen eventuell ein, zwei Fische, Schiffe und fahren mal dann darüber. Da ist immer noch. Da wird immer noch gefeiert. So muss es sein. Bild erstellt. Genau. So erstelle ich die Bilder. Genau, so ist es. Lassen Sie Ihre Kiste bitte nicht unbewacht, Sir. Nein, mache ich auch nicht. Zeig mal, wie lange braucht er denn für ein Schiff? Ach, es geht eigentlich relativ schnell. Okay. Dem seine Bedürfnisse sind fast gedeckt. Bis auf natürlich die Kirche. Aber die Kirche ist doch da. Gut. Und dann ist das halt so. Was ich aber gesehen habe, ist, dass wir auch ein Rathaus bauen können. Ein Rathaus, genau hier. Das wäre ideal. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, das stimmt. Wir müssen mal gucken, dass wir jetzt erstmal hier so viel wie möglich an Material rüberschippen. Genau, ein Schiff war für die Aufträge. Und so war das, so wollte ich das ja machen. Und ein Schiff zum Transportieren. Es sind noch kleine Schiffe, später können wir die gegen große Schiffe ersetzen. Aber im Moment haben wir erstmal nur die Möglichkeit, kleine Schoner zu bauen. Da die anderen Kanonenboote und sowas oder eine Fregatte und sowas, das benötigt halt schon Kanonen an Bord. Schiff vom Stapel gelaufen. Prima. So, neue haben Befehle? Wir die nennen wir den Transporter. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um Ihr Schiff an den nächstgelegenen Händler zu verkaufen. Nein. Wir helfen, wo wir können. Genau. Das ist ein Trans. Ach, Entschuldigung. Transporter. Tja. Schreiben wir auch noch drauf. Ne, schreiben wir gar nichts, das ist nur ein Transporter. Genau, der kommt mal hier rüber. Koordinaten gesetzt. Noch kein Dampfschiff, das ist geradewegs noch ein, ja, das ist nur ein Segelschiff. Sehr gut, so, okay. Zur Stelle. Wir nehmen mal ein bisschen Holz mit. Und Backsteine. Ich glaube, den Rest kaufe ich dann da. Und fahren jetzt erstmal darüber zu der Insel. Und laden gleichzeitig mal alles ab. So. Damit wir mal hier. Ich muss eine extra Produktionsstätte hier auch. Für die Bekleidung und. Manchmal ist es echt anstrengend. Könnte jetzt dauern, bis der da hinten Schoner steht ankommt. Bereit. Der ist schwer geworden.
können noch mehr davon bauen. Wir verkaufen die einfach immer an die. So, okay. Das haben wir. Einen Schoner können wir schon an den verkaufen. Das anbauen, arbeiten. Ja, das weiß ich. Das ist schon akut, ja. Hast du recht. Das Eisen ist außer Reichweite. Ja. Wir müssen irgendwie einen Weg durch diesen Berg finden. Genau. Wie machen wir denn das? Ich habe noch ein paar Stangen Dynamit übrig. Wir könnten uns den Weg freisprengen. Das wäre eine Lösung. Schiff vom Stapel gelaufen. Ich würde fast sagen. Wir können die Schule hier hinbauen. Genau. Du kannst herkommen. Von oben. Du kannst auch noch mal schon mal ein bisschen Holz mitnehmen und rüberschiffen. Genau. Was brauchen wir denn noch drüben? Eventuell Eisen? Nein. Ein bisschen Planken vielleicht. Und Backsteine. Genau. Komm mal hier rüber. Segel setzen. Und dann werden wir gleich mal so. Genau, da. Vielleicht nicht ausgefeilt genug für deine Schwester, aber zumindest können die Grabungen beginnen. Dann machen wir das jetzt. Beginnen wir mit der Phase 1. Das kennen wir ja schon alles. So. Einen Weg dahin bauen. So. Die Ruinen können auch nochmal schon mal weg. Was macht ihr da? Sprengungen erfordern echte Sachkenntnis und nicht bloß Dynamit und eine Zündschnur. Ja, das stimmt. Das hat auch niemand Vater gezweifelt. Wandte sich stets an Mr. Ticker wegen seiner hervorragenden Expertise. Ich nehme an, du findest ihn in Bright Sands. Es mangelt an Arbeitskraft. Wir kommen noch dahin. So. So, dann tun wir erstmal hier mal ausladen. Einsatzbereit! Alles ausgeladen. Sehr gut. Der Transporter kann wieder zurück. Genau. Koordinaten gesetzt. Falls wir denn noch was brauchen sollten, können wir das direkt ordern. Und dann bringt er das. So. Siehst du? Jede Holzproduktion. Die Felder bestellen sich nicht von alleine. Das ist mir schon klar. Dass die sich nicht von alleine bestellen. Minus 13 Arbeitern, ich hoffe. Schiff vom Stapel gelaufen. Das sollte doch fast langen, haben wir gesagt, ne? Das zweite Schiff kommt ja jetzt schon. Ei. Nee, sorry, das hier. Nee. Okay. Hier machen wir auch immer 20, 50. Genau. Auch 20, 50. Um, 20, 50.
Münze. Die werden wir auch nicht mehr genau brauchen. 20, 50. Und die auch nicht. 50, 20. Genau, das sind alles Sachen, alles was wir nicht brauchen und verkaufen Sie können. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Okay. Arbeitskleidung und so, das ist mir schon bekannt. Deswegen versuche ich jetzt erstmal. Gut. So, die Produktion läuft. Wir können die. Können das fast. Wir helfen, wo wir können. Genau. Okay. Deine Aufgabe wird es später sein. Eine neue Gruppe. Ja. Neue Gruppe. Wo stehst du denn da? Da bist du. Von hier Schiff nach hier. Vom Stapel gelaufen. Du tust hier einladen. Bier und tust es wieder hier ausladen. Das ist deine Aufgabe. So. Einsatzbereit. Nee, hier. Sind also unterwegs. Hier. So. Direkt, guck mal. Direkt brauchst du wieder mehr. Ja. Jetzt muss ich die hier alle auch nochmal zum Leben erwecken. Damit wir diese Minus entgegenfahren. Okay. Später können wir das noch alles wegversetzen nach hinten. Keine Ahnung wohin. Vielleicht auch hier hoch. In die Ecken oder sonst wo. Denn, und hier können wir das Dorf erweitern auf in die Richtung. Und in der Richtung bleibt dann halt alles. Ja. Genau. So, wie sieht's denn hier aus? Ich schau mal nach, warte mal. Die können wir alle mitnehmen. Phase. Okay. Ja, aber ich sehe leider niemanden. Wird auch nicht kommen, weil es fehlt einfach ein Lager hier in der Nähe. Okay, so. Ist in Auftrag gegeben. So, für die Folge, liebe Leute. Ich glaube, wir sind wieder mal über unsere Zeit hinweg. Aber, wie ihr seht neue Befehle? Ihr. Ja, komm mal bitte hier rüber. Bleib erstmal hier stehen. Hi. Die zwei. Die können gerne hier hinkommen. Und dann verkaufen wir die. Und ja, dann würde ich sagen, für diese Folge, das war's erstmal. Zu einem Imperium. Wir haben alles geschafft, was wir schaffen wollen. Wir haben angefangen jetzt, die Insel in Schiff vom Stapel gelaufen.
Wie hieß sie nochmal gleich hier? Eine Produktion wurde Creme. Angehalten. Haut de Creme. Haut auf die Creme. Haut auf die Creme drauf. Ja, da kommt nämlich unsere Bierproduktion hin. Ja. Wir können das auch Bierdorf nennen. Ja, wir nennen es einfach mal Bierdorf. Ne? Bierdorf. Genannt. Und ja, hier wird das Ganze, die ganze Bierproduktion aufgebaut und dann wird sie dann hier mit unseren. Hi. Mit dem Bierschiff. Ich schreibe einfach nur Bier 1. Bier von. Nee, Bier von. Guck mal, genau. Bier von Biersdorf. Biers. Vom Bierdorf. Bier vom Bierdorf. Vom Biersdorf. Vom Biersdorf. Biersdorf. Das reicht leider nicht. Bier. Wir machen nur Bier von Bier. Von Biersdorf. Biersdorf. Die genau. Insel hier sieht nicht so beängstigend aus. Was meinst du? Wo bist du denn? Nein, Mag, ich mach die dir den schlimmste nicht Form von Wibliismus. Weil ich muss erstmal herausfinden, was das für eine Insel ist. Und solange bleibt sie erstmal hier. So, wir verkaufen noch diese Schiffe in dieser Folge. Befehle. Oh, sagen Sie nicht. Wir helfen, wo wir können. Ihre Majestät ist nicht zu. So. Oh, wir können das Schiff hier kaufen. Viscount Guffington Hawkmouth wurde auf seinem eigenen Grund aus dem Hinterhalt angeschossen. Das zeigt, wie verwundbar Ihre Majestät in diesen schweren Tagen ist. Was ist das für ein schönes Schiff? Schiffe und Viscount wurde von allen. Spannen Sie die Hosenträger und katapultieren Sie sich ins Unbekannte. Ei. Okay, und wir nehmen deine Marsch. Aufgabe an. Wo soll die denn sein, deine Aufgabe? Auf so. Ihren Befehl. Erledigt. Da ist sie. Sind unterwegs. Schiff vom Stapel gelaufen. Wir haben jetzt ein großes Schiff. Genau. Flotte bereit. So, die nehmen wir. Können wir wenigstens hier hin und können. Er kauft wenigstens von uns Schiffe, das ist ja schon mal. Als Kind wurde ich einmal von einer zeternden Gans quer durch den Palast gejagt. Aber nachdem ich ihr die Eier zurückgegeben hatte, wurden wir noch gute Freunde. Komm, wir nehmen die auch noch. Du gibst mir das Vertrauen zurück. Neue Befehle, Admiral. Wir können die nehmen und an ihn eigentlich verkaufen. Ich habe uns da ein bisschen was gezaubert. Die Fregatte. Ei, warte mal, da ist irgendwas geschehen. Okay, jetzt. Aber zurück wieder. Ich hoffe, die Aufnahme. So, geht wieder weiter. Irgendwie hat sich das kurz in den Hintergrund verabschiedet. Warum auch immer. So, die Fregatte. Jetzt bietet ihn einen Nicht-Angriffspakt an. Ja. Gerne. Du hast dich nehmen ganz schön gemacht. Nehmen wir an. Warum denn nicht? Und wir können unsere Produktion. Wir produzieren weiter. Die Waffenruhe wurde beendet. Umschalten, um mehr Arbeitskräfte vom selben Typ aus an den Gebäuden zuzuweisen. Wir haben ja genug. Was passiert denn eigentlich, wenn man. Keine Ahnung, okay. Wenn ich noch länger warten muss, zwickt und zwackt wieder nur mein Darmtrakt. Beruhig dich doch. Wo ist sie denn hin? Ei. Du
Wer ist denn der Typ hier? Ich kenne ihn nicht. Bleib mal hier stehen. Schoner steht bereit. Wir können leider keine bauen. Und wir haben nur eine Möglichkeit. Oh nein. Schiff unter Beschuss. Nicht gut. Auf Ihren Befehl. Sofortiger Angriff. Die Leute gehen auf die Barrikaden. Die Leute gehen jetzt nicht. Schiff die Nerven. Vom Stapel gelaufen. Weil jetzt müssen wir dann noch, jetzt muss ich dann noch ein Ding aufbauen. Weil, Ihr Hafen wird angegriffen. Ja, ich weiß. Das ist Depot. Hafenmeisterei. Deine Bevölkerung wendet sich gegen dich. Du musst diese Krise meistern. Du musst dir über den Kopf. Ich mach das. Ist kein Thema. So, das macht weiter. Ruhen Sie sich aus? Nur zu Ihrer Information. Mein jüngstes Schnitzwerk ist ein menschlicher Torso. So, nimmst du das mal bitte auf hier? Oder du kommst auch mal hier. Steuermann! Liefern Sie den Black die diplomatische Klipperbeweise zur Zerstörung. Okay. Bereit hier. Für den Einsatz. Der repariert sich dann selber. Die Hafenmeisterei. Ich habe jetzt noch keine Items für die Hafenmeisterei. Sie haben es in vollen Zügen genossen, stimmt's? Die Aufnahme ist schon wieder zu lang. Ja, habe ich voll den ganzen Zug. So, Dankeschön. So. Angegriffen, das war ja klar. So. Ja. Wir wollen keinen Ärger. Ich bin dabei, das zu bauen jetzt. Bleibt doch mal ruhig. So, seht ihr das? Ich hab's gebaut und gut ist. Wir brauchen noch keine Polizei, oder? So, bleibt ruhig. So, okay. Okay, so, das sind unsere zwei Schiffe. Wunderbar. Wunderbar. Das, wir helfen, wo wir können. Verkauft. Die habe ich mir. Die kann sowieso nichts machen. Das ist eher so ein Handelsschiff. Stapel gelaufen. Was könnten wir denn damit machen? Sind unterwegs. Okay. Bierdorf steht, Restposten läuft, Klabautermann. Einsatzbereit. Transporter. Genau, du kommst mit hier rüber. Das ist unser neuer Transporter. Das, den nehmen wir jetzt. Transporter. Ne? Genau, der Clipper ist unser Transporter jetzt. Und euch drei, ihr kommt mit hier rüber.
und werdet jetzt verkauft. So. Es ist 40 Minuten, liebe Leute. Das ist eine lange Folge. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen. Jetzt muss ich echt zum Ende kommen, ne? Ich weiß, das ist sehr spannend, aber ich habe ja noch die Aufgabe hier und da und es ist schon spät und ich muss morgen weitermachen. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und mir einen Daumen da lässt. Oder auch 2, 3 bei den anderen Videos. Schaut euch meine anderen Videos an. Und über Kommentare freue ich mich immer. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr teilt die Freude wie ich. Und ich sage dann bis zum nächsten Mal. Oder bis zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen.